glaube, darauf käme ich auch gar nicht mehr klar. Tortier, wo kommt der denn jetzt her? Ach so, sag bloß, der kommt hier von dem Turm wohl. Oh nein, Magier. Hab ich ein Problem. Betrug. Eismagier hier. Ey, Betrug, Betrug, Betrug. Nein! Das ist doch Betrug. Was ist das für eine Wichse, ey, dass ich beim Wasser sterbe? Ich dachte, das wäre tief genug. Aber wie gesagt, wie ist es, muss ich noch nicht mal alles nochmal neu machen. Hier. Tut mir leid, wenn ich in der Zeit auch nichts sage, aber ich muss mich konzentrieren. Ja. Na, du Wichser. Wie ist es, wenn der Zauber nicht funktioniert im letzten Moment? Der Mann ist aber genug, oder? Och, bitte. Ja, korrekt. Aber freut euch nicht zu früh. Wobei, jetzt kann ich ja... Jetzt kann ich ja Lee holen. Jetzt könnte ich doch eigentlich Lee holen. Weil der König lebt ja immer noch. Der ist noch geblieben. Wie ich das jetzt so machen konnte, ohne... Boah, hier gibt's viel zu looten. Dem Scheiterhaufen. Ich mach da mal ein Feuer an. Alter. Überall liegt Verkaufsware rum.
Da können wir wenigstens sagen, 2 gegen 1. Anstatt 2 gegen, was weiß ich, gegen 100. Kommt dann mal los. So, tut mir leid, jetzt darf ich dich wieder hier durch die Stadt schleifen. Naja, 2. Ein Noob und sein Begleiter gegen einen großen König. Wahrscheinlich die Art von Merkel auch noch. Wer war das hier? Hier stand auch ein Paladin. Ich wollte schon sagen, warum hängt die in der Luft? Ich die alle aus der Burg gelockt hier, ne? Allesamt. Fehlt nur noch eine der größten Herausforderungen. Hier ist er. Ihr wird mich helfen. Jetzt ohne den Dialog natürlich. Das hört sich komisch an. Ja. Du hättest dich besser nicht mit mir anlegen sollen. Sehr schön. Das Zepter von Varant. Roba ist tot. Dann ist meine Rache vollendet. Was machst du jetzt? Ich weiß noch nicht. Ich bleibe erstmal hier. Lauf. Du weißt, wo du mich... So, hat doch jetzt sein gutes Ende gefunden jetzt. Mit Lee. Jetzt werde ich natürlich hier weitestgehend einiges plündern. Jetzt nochmal die schwere Truhe. War die Nordmar-Armbrust. Alte Truhe, was haben wir da Schönes? Naja, aber jetzt können wir
Mir fehlen noch 300 Erfahrung. Was zum... Jetzt können wir aber nach Faring. Ja, da wird aber Khan aber froh sein, hey. Wenn er es nicht, wenn es doch nicht mehr erledigen muss. Aber wie habe ich denn jetzt, warte mal. 97 Ruf bei den Orks? Ich hatte doch gerade mal... Na ja, egal. An. Die Zeit zum Schlafen ist vorbei. Was ist los, Mora? Das Reich der Menschen ist endgültig gefallen. Der König und die Rebellen sind vernichtet. Und das alles war dein Werk, Mora. Du hast dir die höchste Auszeichnung verdient. Diese Ehre wurde nie zuvor einem Mora vergeben. Komm und empfange deinen Lohn. Ich verneige mein Haupt vor dir, großer Krieger. Ach was, welch eine Ehre. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Zeig mir, wie ich mich selbst heilen kann. Dann ignoriere den Schmerz. Das ist die alte Kunst des Geistes. Ich vorher gebrauchen können. Konzentration ist der Schlüssel zur Selbstheilung. Bringe deinen Geist in Einklang mit deinem Körper. Konzentriere dich auf deine Atmung. So beherrscht dein Geist den Körper. Er bringt ihm Ruhe und heilt ihn. Was wird jetzt passieren? Wir werden versuchen, diese verfluchte Barriere um Vanguard loszuwerden. Ich will die Burg deines Königs schleifen und den Erdboden gleich machen. Niemals wieder soll sich das Volk der Moras erheben. Das wird meine Aufgabe sein. Und du wirst deinen eigenen Weg gehen. Jetzt, wo dein Volk da niederliegt, mögen deine Schlachten siegreich sein, großer Krieger. Na dann. Später ist noch genug Zeit zum Reden. Das war... Hä, wo ist denn die Leibwache von dem gewesen? Jetzt sag mir nicht, da steht er. Naja, egal. Wisst ihr, warum wir den Krieg gewonnen haben? Huch. Weil die Moras schwach sind. Oh. Sie haben es nicht verdient, über dieses Land zu herrschen. Wir haben unsere Heimat verlassen, um hier unser neues Reich zu gründen. Reich. Bald wird auch der letzte Mora sein Haupt vor mir neigen. Und ich, Khan, werde über dieses Land herrschen. Den wenigen Moras, die wissen, was Ehre bedeutet, werden wir einen Platz zuweisen, der ihnen gebührt. Aber für die feigen Rebellen wird es keine Gnade geben. Sie sind nicht wie die Krieger von Nordmar, die sich uns immer mit Ehre gestellt haben. Sie sind bloß Würmer, die wir zertreten müssen. Erst wenn der letzte dieser feigen Moras tot zu unseren Füßen liegt, können wir hier unsere Ruhe finden. Dieses Land wird auf alle Zeit den Orks gehören. Wisst ihr, warum wir den Krieg gewonnen haben? Weil die Moras schwach sind. Sie haben es nicht verdient, über dieses Land zu herrschen. Und das... Der Dialog wiederholt sich jedes Mal. Propagandaminister, wie er ist. Jetzt versuche ich nochmal ein Leben reinzustecken. Ganga. Wo ist mein Ganja? Thank you.
des Glücks. Nicht immer. Keine böse Anspielung oder so. Naja. Wobei, ich sollte jetzt wieder auf Stärke gehen, soweit. Ach, jetzt habe ich die Rüstung bekommen. Die Ork-Rüstung. Oh, ja. Jetzt ist aber Schluss mit lustig hier. Seht's euch an. Und ich denke, so werde ich in den Kampf ziehen. Das war jetzt Mittel zum Zweck. Für den bevorstehenden Krieg. Na, wisst ihr, aber das werden wir ein anderes Mal machen. Also, das werden wir jetzt die nächsten Folgen angehen. Macht's gut.